Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge uns ja den Zaubertisch gebaut und ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gesammelt. Also ihr seht, das Inventar ist bummvoll mit versenkten Ziegeln, mit versenkten Tanks, mit versenktem Glas und noch viel mehr. Denn ich habe mich vorbereitet in dieser Folge und das mal zur Abwechslung ungefähr 3 Stunden lang. Um das ganze Zeug hier zu brennen, hat es ewig gedauert. Ist da oben noch eigentlich was drin? Außerdem seht ihr es auch schon im Inventar. Wir können heute das machen, auf was wir schon Ewigkeiten gewartet haben. Na, guck mal, da ist noch Glas drin. Habe ich auch noch gebrannt. Ich kann euch gleich zeigen, was da alles abgegangen ist. Das war nämlich gar nicht so wenig Aufwand eigentlich. Ich habe nochmal alles aufgefüllt und hin und her. Und gebuddelt, wie ihr seht. Und eine halb leere Diamantschaufel. Und eine Eisenschaufel ist auch weg durchs Buddeln im Boden. Und beim Ausheben von dem Teil hier. Ich habe ein bisschen gebuddelt. Und ich hätte noch weiter gebuddelt, wäre es nötig gewesen. Aber wir haben die Teile heute. Und das bedeutet, wir können in dieser Woche endlich das Teil hier mit normalem Strom beliefern. Und das bedeutet, es wird spannend. Aber als erstes will ich meinen Ofen aufstellen. Und meinen Ofen hätte ich gerne, wohin? Eigentlich wäre es schlau, wenn wir den hier unten hinstellen. Das bedeutet, wir reißen den Baum hier mal weg. Schauen wir mal, ob wir genug Sachen rauskriegen, um das Ganze herzustellen. Er fällt auf jeden Fall recht schnell, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, ich habe nichts rausbekommen, ne? Nein, da darf ich nochmal auf Suche gehen. Aber jetzt kommt erstmal die Bodenplatte. Denn ich will ihn relativ groß machen in dem Fall. Ich hätte ihn gerne breit und groß mit einem zentralen Mittelpunkt. Oder würden wir sagen, wir machen einen breiten Mittelpunkt. Das ist hier noch jeweils 3 hier in die Richtung noch. Dann wird das der Durchmesser unseres Ofens. Rein theoretisch, oder? Dann fahren wir hier so zusammen. Ich will ein bisschen größer machen, weil wir wissen ja, klein Anfang ist zwar auch gut, aber wir wissen ja nie, wie es enden wird. Ups. Und außerdem habe ich herausgefunden, dass man aus Erde Ziegel machen kann. Bedeutet, wir können rein theoretisch nachher Ziegel machen. Erdziegel. Das wäre bestimmt eine ganz interessante Sache zum Anfang. Wir hier mit erstmal hier die Bodenplatte raus. Und legen hier mal die ersten Ziegel rein. Weil ich habe echt... Das hat einige Zeit gesammelt, gedauert zum Sammeln. Aber wenn wir dann natürlich ordentlich brennen können wiederum, das macht natürlich die Leistungssteigerung dann auch aus, ne? So. Und das Glas habe ich gebaut dafür, dass wir hier auch Sichtfenster rein. Ich wollte mich mal ein bisschen kreativ austoben bei dem Bau von sowas hier. Waren das schon alle nicht? Ging schneller als erwartet. Jetzt haben wir zum Beispiel die Steine hier. Und diese Blöcke würde ich zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen hier immer reinschauen und gehen dann hier hin zum Arbeiten oder so. Dann können wir jetzt zum Beispiel mal machen, wir machen hier eine Zweierreihe jeweils. So. Weil es soll nur Dekorationen nach Angaben sein. Ah, jetzt brauche ich noch einen Arbeitstisch. Aber ich habe Holz dabei. Warte mal. Da kriegen nur 3 Holz raus. Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? So, so, so. Stellen wir den mal hier auf. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Glas. Ich weiß noch gar nicht, wie viel eigentlich. Haben wir erstmal 8 auf Anschlag, oder? Zack. Nochmal 8. Bei der Front bin ich mir noch nicht so, gar nicht so sicher, wie wir sie genau machen wollen. Da kommen eh immer 2 hoch. Ha, vergesst es jedes Mal wieder, dass ich so hüpfen kann. So hoch hüpfen! So, dann tun wir jetzt mal hier die Ecken hoch. Weil ordentlich rein muss ja natürlich so oder so. Das ist ja wohl klar.
dass der ein Ladevolumen haben muss. Bedeutet, der muss auch ordentlich versenkt werden. Stopp, nicht alles. Hei, das ist ja schief gelaufen. Obwohl, es ist eh schon schief gelaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist immer noch zu wenig. Ich krieg die Font wahrscheinlich nicht abgeschlossen, ne? Wir brauchen hier nämlich noch den Tank. Der Tank wird hier zum Beispiel versenkt. So. Haben wir drei Tanks. Dann tun wir oben drüber jetzt hier das. Dann würde ich hier drei Ausläufe hin. Bedeutet hier noch hin. Dann brauchen wir noch dieses Hauptteil. Den Core. Wo ist er denn? Den hier, den Schmelzkern. Der wird größer gebaut. Okay. Der Schmelzkern ist der hier. So, den würde ich hier ansetzen. Dann brauchen wir noch diese Ausgänge, Schmelzausgänge. Davon brauchen wir drei Stück. Eins, zwei, drei auf der Seite. Eins, zwei, drei auf der Seite. Und ja, das wird wohl nicht nur eng, das wird unmöglich eigentlich. Ah, scheiße, jetzt ist echt, ne? Ein Block geht sich aus. Und der eine Block würde reichen, um ihn zum Beispiel schon aktiv zu machen. Perfekt. Genau, und jetzt muss ich hier halt Shift um Eimer, okay. Bedeutet, ich brauche jetzt Lava-Eimer, um den zu befüllen. Und dann könnten wir hier zum Beispiel Erde reinlegen. Wir können hier mal 24er Gaststeck Erde rein. Es passt nur ein Erdeblock aktuell rein, was? Das ist uncool. Haben wir noch Sand oder was fehlt uns eigentlich noch zum Bau? Was fehlt uns, um noch mehr von dem Zeug herzustellen? Hier habe ich noch ein bisschen Kies. Wo kommt der Kies? Brauche ich nur noch. Ei. Habe ich keinen Kies mehr gehabt? Ei. Oder ging mir was anderes aus? Kies habe ich ja noch tonnenweise. Warte mal. Kies habe ich noch hier. Ist die Frage, habe ich noch Clay? Hatte ich denn noch Clay? Ja, Clay habe ich da noch einen Ton. Dann fehlt mir der Sand. Warte, ich hole nochmal schnell einen Packerl. Schnell hier von diesem komischen Sandcliff. Ich will das jetzt fertigstellen, das Projekt. Das hat lang genug gedauert. Ist ja nicht so, als ob ich schon Ewigkeiten an dem Dreck rumbastel. Da will man auch irgendwann fertig werden hier, ne? Also es war echt gestern. Diese Wartezeit war das Schlimmste überhaupt. Dieses Warten drauf, dass das Teil fertig wird und fertig gebrannt hat. Ich sag so, ich war froh, als das Ding fertig war. Da war ich froh. So, okay, jetzt habe ich ein 64er Stack. Werde zurück in die Wohnung. Dann können wir das morgen feststellen. Ah, schön. Wenn es mehrere Stufen hat, dann funktioniert es auch besser. So, jetzt brauchen wir noch den Ton. Und den kriegen wir am besten, indem wir immer so den versiegelten Stein nehmen. Den Original oder hier. Und dann eben noch den. Zack. Und da haben wir noch. Oh, da haben wir noch ordentlich. Ja, dann mache ich mir aber keine Sorgen. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen, dass die sich nicht ausgeht, ne? Da hätten wir sogar noch zwei Glas. So, jetzt legen wir uns mal eine Runde schlafen. Schön wäre, wenn die Zeit in der Nacht auch weitergehen würde. Headbangen. Ne, ich habe Weepen gemacht. Ups. Hupsi. So, und wie weit sind die oben? Wahrscheinlich gar nicht halt, ne? So wie ich kenne, passiert ja gar nichts. Komm, ich brauche noch ein bisschen was. Nur noch ein bisschen. Dann hätte ich die nächste Reihe auch fertig. Darum geht es mir eigentlich, dass ich die nächste Reihe schon mal fertig habe. So. Ach, das macht zweimal noch. Oh, schön. Aber wenn wir die erste Sache fertig haben, weißt du, dann ist ja schon mal hier Ruhe. Rein theoretisch können wir hier sagen, okay. Um zu sparen, läuft hier drüber. Bis hierhin dann noch ein Fenster und so läuft es. Zack. Das hat jetzt gleich auch mehr Kapazität, oder? 500 Barren Schmelzeinheit. Die brauchen wir kurz wieder Eimer. Eimer. Aber wir haben kein Gefäß, ne? Wir haben dieses. Den Basic Tank haben wir da oben. Der ist leer. Oh shit.
Oh shit. Seit wann das denn? Warte mal. Stress! Stress! So. Schnell. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass der schon leer ist. Knie dich doch hin, Junge. Bück dich. Schnell nach unten. Warum war das klar, dass mir das wieder passieren muss? Aber mit dem Treppen ist es um einiges angenehmer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich muss ja auch immer die Energie... Alter, wie viel Energie haben wir geschluckt? Bitte, die ganze Zeit. Aber auch die Hälfte der Zeit nicht online. Das war vielleicht das andere Problem. Sieht schon, ich habe hier die ganze Zeit fein gearbeitet. Jetzt hier mal ein bisschen mehr aus, um den Platz zu garantieren. So. Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Schön auffüllen das Ganze. Rein damit, nicht raus damit. Dafür werdet ihr nicht bezahlt hier. Zack und zack geht da die Lava weg. Das geht doch ganz ordentlich eigentlich. Schöpfen jetzt einfach Stück für Stück jede einzelne Höhe ab und dann hat sie das. Zack. Danach müssen wir es vielleicht wieder heller machen, ansonsten spawnen hier unten Monster. Das wäre natürlich auch uncool. Aber wie schnell man hier so hochkommt, ist so angenehm. Schaut auf der Karte. Dann nach oben, links, rechts, oben, unten. Jetzt erstmal die Energie abliefern. Die müsste in... Ah, ja. Falsch eingestellt. So. Das ist voll. Ja, das reicht fürs. Haben wir nicht schon mal drei Eimer so mit? Und könnten das damit testen. Und ja, das ist mir schon mal passiert. Ich muss sie wahrscheinlich auf den Musik hier. Ah, schauen. Fehler gefunden in der Matrix. Kann ich halt nicht. Ach, guck mal. Ich bin für 3. Deswegen haben wir 3 einmal. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Das ist die. 1 Liter 950 Milliliter. Temperatur 1000 Grad. So. Jetzt habe ich den bis oben hin mit Erde aufgefüllt. Jo, was schmilzt du? Ja, ich schmelz Erde. Geil. Wie geht's hier voran? Oh, schaut auch ganz gut aus. Ich hab ein bisschen Honig. Ein bisschen Honig und ein paar Larven wieder und ein paar Bienenwaben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mit dem Zeug hier umgehen soll. Das ist ein Problem, ja. Da muss man sich wahrscheinlich auch mal reinlesen. Ich würde noch gerne ein paar Stöcke hinzufügen. Ginge das schon? Ja, das geht schon. Vor allem müssen wir auch noch Eimer und Platten hinstellen. Also ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite das hier. Einmal und dann wahrscheinlich geht es andersrum genauso, oder? Ja, und davon hätte ich gerne 2 oder einen. Ne, davon hätte ich gerne so. Und, oh ne, das ergibt auch keinen Sinn. Also so, noch einen und dann so, noch einen. Perfekt. Dann brauche ich noch ein Glasfenster. Und da müssen wir jetzt mal weiter schauen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, was alles gefehlt hat. Und dann noch 3 Blöcke. Nein, 1, 2, 3, 4 Blöcke. Ein Block, 2 Block. Ups. Es gehen sich gerade mal 3 Blöcke aus. Dann können wir den nächsten Stock schon mal verfertigen. Hier ist noch ein einziger Scheißblock. Das gibt's doch gar nicht. Aber guck mal, es hat sich schon verflüssigt. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Also, vielleicht können wir einen von schon machen. Oder? Wie gehen denn die Auslässe? Ah. Ja, lassen wir mal da drin liegen. Weil währenddessen können wir die ja schon mal hier vorne aufstellen.
Ich hätte gern immer in Blöcke, da passt halt mehr rein. Es geht darum, dass wir unser Speichersystem am Anfang ein bisschen einfach schonen, weil ja unsere Systeme noch nicht wirklich dafür ausgelegt sind, diese Massen zu tragen. Ne? Und wenn wir das in Blöcke gießen, dann haben wir natürlich dementsprechend den Platz mehr. Omelette. Moin Hühnchen. So, sind wir nur noch, schauen dann einen Block noch, einen. Und dann ist das Projekt auch schon beendet. Das ging aber flott. Also teilweise denke ich mir, ich bin zu flott für das Spiel. Hm. Sagt er bei Folge 40 und hat noch nicht ein weiteres Haus gebaut. Ja. So. Und jetzt kommst du hier hin, du hier hin, du hier hin. Und du kommst hier oben rein. Perfekt. Dann können wir hier rein theoretisch auch die Hütte erweitern. Dass wir sagen, hier kommt ein Haus vorhin und das hängt sich dann hier irgendwie an. Und dann kommen hier noch die Lagerräume hin. Verkabeln. Es schaut aus, als ob das wirklich Dreck wäre. Kann ich das hier rauslassen? Ne, noch nicht. Ich kann noch mehr Erde einschmelzen, oder? Alter, wie viel passt denn da rein? Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Warte mal, was hatte ich denn da im Rücken? Cool, ich habe die Schaufel in den Rücken. Nice. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Everything changes.